Überall liegen Wrackteile verstreut. Es ist kurz nach 13.30 Uhr, als ein Ultraleichtflieger mit einem Helikopter zusammenstößt. Beide stürzen ab, brennen komplett aus. 7 Menschen sterben, darunter eine Unternehmerfamilie. Die beiden Kinder sind erst 9 und 11 Jahre alt. Bei den 3 anderen Opfern handelt es sich um 2 Spanier und den italienischen Pilot. Im Moment arbeiten die Richter noch daran, die Unfallursache zu klären. Genaueres können wir im Moment leider noch nicht sagen. Aber wir haben die Bestätigung von 7 Opfern und senden den Familien unser ganzes Beileid. Die Regierung der Balearen hat beschlossen, dass wir in der gesamten Region 3 Trauertage beschließen. Der Helikopter soll um kurz nach 10 Uhr gestartet sein und machte angeblich noch einen Zwischenstopp. Nach dem Start kommt es bei Inca dann im Zentrum der Insel zum Crash. Die beiden Flugzeuge verfehlen die nahegelegenen Häuser nur knapp. Das Ultraleichtflugzeug kracht auf das Gelände einer Finca. Menschen aus der Umgebung eilen herbei, um die Wracks zu löschen. Es liegen von beiden Flugzeugen verschiedene Teile in den Gärten der Anwesen rum. Und zwar in einem Radius von 700 Meter bis 1 Kilometer zwischen den einzelnen Punkten. Angeblich wollte der Unternehmer in einem Lokal seinen Geburtstag feiern. Der abgestürzte Hubschrauber gehört zur deutschen Firma Rotorflug.